Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Mindtest Let's Play. Und zu einer wunderschönen Klavierstunde, wie es scheint. Erstmal Gesicht verdeckt, sieht hässlich aus. Natürlich nicht. Keine Frage. Also, es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Auf der Welt als das Gesicht von Hatsune Miku. Für ihr oder für ihr Gesicht würde ich sogar einen Weltkrieg beginnen. Ups, das war die Fackel. Ganz schlechte Idee. Licht, brauchen wir ganz viel Licht. Ganz viel Licht. Denn wir haben so gut wie keine Rüstung mehr. Wobei die Rüstung sowieso eher Dekoration ist, als irgendwie was Effektives. Von daher. Ich meine, aufgrund unseres Nahrungshaushaltes können wir zumindest uns wieder regenerieren immer. Aber dazu müssen wir erstmal einen Kampf überleben, um uns danach regenerieren zu können. Für den nächsten Kampf denn. Ne? Von daher. Da haben wir erstmal richtig schön viel Kies. Läuft doch. Und keinerlei Mineralien hier. Nichts. So, das war Höhle Nummer 1. Die war jetzt nicht so erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Gehen wir mal direkt zur nächsten. Nicht, dass ich persönlich glaube, dass wir bei den anderen viel mehr Glück haben werden als hier, aber wer weiß. Vielleicht ja doch. So, die Höhle sah ja so aus, als wenn sie auch einigermaßen runtergehen würde. Ah, Schotter kriegen wir hier definitiv mehr als genug. Das finde ich schon mal vollkommen in Ordnung. Dann haben wir zumindest unser Wegeproblem oder vor allen Dingen auch unsere Frage geklärt, aus welchem Material wir denn unseren Weg machen. Das ist dann definitiv Schotter. Ja. Ich guck mal, das ist klar. Machen wir mal ein bisschen Licht, damit sich hier, damit hier auch Jaki Monster spawnt hier. Das wäre nämlich ein bisschen übel. Denn in dem kleinen Raum können wir schlecht flüchten. Ich meine, die Monster spawnen sie, glaube ich, sowieso nicht auf Gravel, aber wer weiß. Keinerlei Rohstoffe. Normalerweise hast du wenigstens in der Nähe, also an den Rändern von diesen Gravel- oder Sanddingern, vermehrt Rohstoffe. Aber ich sag mal so, selbst wenn hier doppelte an Rohstoffen wären, 0 mal 2 bleibt immer noch 0. Also da tut sich dann scheinbar trotzdem nicht viel. Was dezent traurig ist.
Nicht mal Kohle ist hier. Tja. Okay, das war schon mal für die Katz. So. ...52 Fackeln haben wir insgesamt zur Verfügung stehend. Na klar, eben. Mit 12 sind wir losgegangen, 40 haben wir dann noch gebaut. Ja. Rest ist einfache Mathematik. Wenigstens haben wir nach diesem Höhlengang massig Kohle. Ist auch schon mal was. Und verdammt, wenn ich Spitzhacken. So, gehen wir mal hier ein bisschen runter. Oha. Oha. Ich glaube, da kommen wir da hinten rum besser ran. Dann gehen wir einfach mal einmal bei dem Berg drum herum. Baue ich noch schnell die Kacke hier. Oh, wir haben wieder Gravel. Nichts gibt es nichts Schöneres als Gravel. Nicht umsonst ist das eins der Aliase für Geld. Ne? Kies, Moneten. Das mag schon irgendwas zu bedeuten haben. Und da ist die nächste Schippe kaputt. Das gibt es doch gar nicht. Siehst du, wir können gleichzeitig mal noch hier ein Schwert machen, weil das sieht auch schon ganz schön lidiert aus. Wenn das nächste Mesemonster kommt, dann zerbröselt das Ding quasi beim ersten Hieb. Und das wäre nicht so geil. Also doch, wäre geil, aber nur wenn wir Ersatz haben. Sand haben wir auch noch. Sehr nice. Ich glaube mal, viel mehr Kies brauchen wir dann auch gar nicht. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile garantiert. Obwohl, gerade mal zwei Stacks. Sollte aber trotzdem reichen. Ich meine, wir wollen ja hier keine Flughafen-Landebahn irgendwie bauen oder sowas, sondern nur so einen kleinen Feldweg. Das heißt, mehr als zwei breit wird er eh nicht. Und mit zwei Stacks reichen wir da also schon 100 Blöcke. Und das ist auf jeden Fall mehr als genug. Hier geht's direkt zur nächsten. Ja, lol. Da oben haben wir direkt Sand. Hier haben wir nochmal Kies. Ist ja ein richtiges Geröllnetzwerk hier. Ist ja nice. Machen wir zuerst den Sand oder erst den weiteren Kies? Ich würde sagen, wir machen erstmal hier Licht. Licht ist immer gut. So. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Weißt du, eigentlich wollten wir Eisen suchen und jetzt machen wir hier Erde. Das ist ein little bit deprimierend. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so tief sinken können. Oh, upsili. Ja gut. Das kann ja mal passieren. Ich muss mal sagen, dann lassen wir den Sand mal hier, so wie er ist. Das ist ja hier
Upsi, upsi. Och, warte, die Spitzhacke hier. Drücke ich hier 50 mal die falsche Taste. Nehme ich den Kies noch mit. Tja. Was natürlich geil wäre, haben wir hier unseren Sieb und unser, wie heißt das Ding? Ich weiß gerade gar nicht, wie das Ding heißt. Weil es gibt ja diesen Sieb, womit man dann aus Geröll dieses gesiebte Geröll machen kann. Und Rohstoffe, wo man quasi halt denn aus dem Kies denn Rohstoffe gewinnen kann. Aber ich glaube, den. Obwohl, nee, doch, das hatte ich auf allen von meinen Servern drauf. Ich finde es nur gerade nicht. Doch, da! Das Ding. Ah, brauchen wir natürlich auch Eisen für. Ach, was Scheiße. Ah, das heißt, um Eisen zu gewinnen, brauchen wir Eisen. Einfache Logik. Ich weiß nicht auch, warum der nette Herr da am Start, Falco, für alles Eisen nimmt als Bezahlung, weil das ist ja hier mittlerweile echt so selten, dass es schon fast als Zahlung tauglich ist. Geht's da noch weiter? Ne. Dachte gerade schon. Ein bisschen Licht machen hier. Ach ja. Ja, eigentlich könnte ich über diesen Titel, also in View-Titel, eigentlich einfach die ASMR reinschreiben. Und dann einfach die ganze Zeit nur Kies abbauen. Perfekte Soundkulisse. Gut, da haben wir das Ding auch gleich ausgehoben. Sehr schön. Und dann wandern wir mal auf die andere Seite des Berges und gucken dann mal, ob wir da besser runterkommen. Das wäre natürlich Schnieke. So. Das hat sich dann hier nicht gelohnt. Das war der Griff ins Klo. So, eine Fackel fehlt irgendwo noch. Ach da. Weil wir hatten ja 52 Fackeln, nicht 51. Nice. So, jetzt müssen wir irgendwie über den Berg drüber kommen. Schaffen wir es jetzt nicht allzu schwer. Nö, sieht machbar aus. Einmal über die Bananenplantage hier klettern. Hier müsste ja irgendwo auch das eine Sandstück sein, was wir hier ausgewechselt haben. Oder es ist bereits braun geworden, kann natürlich auch sein. So, hier müsste jetzt die andere Höhleneingang sein, richtig? Ne, ich sehe nur nicht. Ach da! Ah, oha. So ungefähr. Oha, hier geht ja in beide Richtungen vor allen Dingen weiter. Sehr geil. Weißt du was?
auf ins Risiko. So, machen wir hier mal von unten weiter, das ist einfacher. So ungefähr. Voilà. Yay, noch mehr Kies. Woo. Es gibt nichts, was wir mehr brauchen als Kies. Mittlerweile haben wir mehr als zwei Stacks. Ja, wir haben fast drei Stacks hier. Ist ja holy shit. Okay, dann lasse ich den restlichen Kladderadatsch mal liegen. Da. Das Ding sieht relativ waagerecht aus. Wobei, nee, hier geht's runter. Okay. Wow. Okay, hier scheint es schon zu enden. Wow. Die größte Hülle der Welt. Ja. Das Ding sieht relativ flach aus. Oh, wobei, doch, hier geht es wieder runter. Oh, sehr schön, sehr schön. Oha, hier wird es aber groß. Aber leider kein Eis. Hier geht es auch wieder lang. Nee, hier geht es nicht lang. Interessant. Bei diesen flachen Gebieten, so wie hier, wo man so eine große weite Ebene hat, da hatte ich bisher nicht immer relativ viel Glück. Oh, hier geht es aber tief runter. Relativ viel Glück gehabt mit Eisen, aber scheinbar ist hier halt die Grundwahrscheinlichkeit so gering, dass selbst wenn man kein. Also, dass selbst wenn man Glück hat, man trotzdem kein Eisen findet. Alter, hier ist aber tief runter. So, da unten sind wieder Pflanzen, das heißt, da unten ist wieder Kohle, aber kein Garant dafür, dass da auch irgendwie Eisen ist. Dann gehen wir mal hier die andere Richtung lang. Hier so. Ah, die hier jetzt auch wieder. Schade, aber wieder massig Kohle. Wollen wir noch ein bisschen Kohle abbauen? Geröll? Ich glaube, davon haben wir noch nicht so viel, ne? Da brauchen wir auch noch ein bisschen was. Okay, also die Seite hier war schon mal ein Reinfall. Nein, meine Fackel. Nein. So. Bisschen weißer Sand kann ich schaden. Ich verliere andauernd die Fackeln. Fackeln sind wertvoll. Da kann ich doch nicht die Hälfte liegen lassen. Upsala. So, jetzt kommt's noch. So. Hier haben wir ganz viel Sand. Den lasse ich einfach mal komplett liegen. So. Ups, habe ich gerade eine Fackel über kaputt gemacht. Achso, hier war der Bereich, wo es nicht weiterging. So. Achso, da. Dachte jetzt gerade schon, ups, warum ist es dunkel auf einmal in Berlin? So, das war also schon mal die falsche Seite. Hier finden wir nichts. So, das ist ja die Seite, wo wir vorhin da oben gesehen haben, wo wir da rauskamen. Da müsste irgendwo hell sein. Und da gucken wir mal, ob wir hier irgendwie ein bisschen weiter, besser vorankommenderweise vorankommen. Hier geht es auch ganz schön steil runter. Ein bisschen zu steil für mein Nervenkostüm.
Machen wir mal einen auf so hier. Einen auf Pussy-like. So. Ja, wow. Okay, das ist jetzt nicht so geil. Das ist eher armselig. Das ist ja richtig deprimierend jetzt gerade. Gott. Ja gut, dann Wasser voll mit der Höhle und Eisen. Doink. Okay, ab zur nächsten Höhle. Die war ein Reinfall. Scheiße. Nahrung, da haben wir ein paar Bananen dabei. Dann nehmen wir die auch mal, schnabulieren mal hier. Oh, die geben mir immer gleich 4. Ist ja wow. Ich glaube, ich kenne unsere neue Hauptnahrungsquelle. Erstens gibt es sie hier in Massen. Ha? Weil bei jedem Baum hier erstmal 500 Stück dranhängen. Zweitens sind hier halt 10.000 von diesen Bäumen. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen da vorne lang. Da ist der Weg zum Spawn. Und hier irgendwo war halt noch eine Höhle. Genau da hinten müsste eine sein. Was funkelt denn da so extrem? Ach so, sind Blätter. Boah, Alter. Ich dachte schon, da glänzt irgendwas, ist irgendwie sowas Besonderes irgendwie. Oh nein, apropos was Besonderes. Treibsand, wir kommen. Oder vielmehr, wir sind schon da. Los, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, schnell. Ah, geschafft. Jetzt weiß ich auch, warum hier die ganzen Blätter liegen. Da ist hier schon mal jemand im Treibsand verreckt. Gut, das heißt, wir kommen in die Höhle auch nicht so gut rein. Wenn das ja alles Treibsand ist, dann kommen wir in die Höhle eher so... mehr schlecht als recht rein. Wobei, wir kommen über den Wasserweg rein. Wir haben nur noch 47 Fackeln. Wir haben irgendwo 3 Fackeln, 5 Fackeln vergessen. Das Schöne ist bei Wasser, wir brauchen keine Leitern hier aufbauen, aufstellen. Weil wir haben ja Wasser. Und sie müssen auch ein bisschen weniger uns ein bisschen weniger um Monster Angst machen hier. Weil die Monster genauso weggespült werden wie wir. Okay. Okay, ich sehe auch wieder Wasser. Aber ich sehe kein Eisen. Scheiße, die Bannen. Aua. Wow, noch 1% Panzerung. Ich fühle mich so sicher heute. Was ist denn los hier? Ey, ich fick mein Leben. Danke. Müssen wir direkt mal investigieren, wo die restlichen Fackeln abgeblieben sind, gell?
So, hier kommen wir nicht hoch, weil hier ist Treibsand, genau. Tja, da haben wir eigentlich bloß noch eine Mine, die wir gesehen hatten, ne? Wenn die kein Volltreffer wird, dann bin ich voll getroffen. Betroffen. Ah ne, waren ja zwei. Da war eine, dann ist noch eine. Gut, die sind jetzt nicht so. Obwohl doch. Oha. Sandboden verheißt nichts Gutes. Da finden wir nämlich in der Regel gar keine Rohstoffe. Also nicht, dass es weniger wäre, als wir so schon finden, aber es ist halt auch nicht mehr. Oh, guck mal hinten. Da war hell erleuchtet. Okay, hier geht's immer im Kreis. Net to know. Ey, willst du, kommt man hier schon einfach hoch und runter. Gilt zwar leider auch für Monster, aber drauf geschieselt. Oh ja. Ich habe kein Eisen whatsoever. Ist doch ein Trauerspiel. Das gibt's doch gar nicht. Ist auch Ende. Ja, Sackreleck. Ups, jetzt habe ich eine Pflanze eingesammelt. Wollte ich gar nicht. Mit denen können wir eh nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, ob man daraus Farbstoff oder sowas machen kann. Kommen wir runter? Relativ günstig. Ja. Okay. Hier geht es wieder hoch. Ach, scheiße. Oh, da ist aber tief runter. Ja, nein. Und da sind auch die Fackeln alle. Okay. Die Frage ist, sieht sie vielversprechend aus? Lohnt es sich hier nochmal ein paar Fackeln zu bauen? Oder sagen wir einfach Nope drauf geschissen? Dann halt nicht. Ich sag mal Nope drauf geschissen, dann halt nicht. Scheiße. Tja, das heißt, wir brauchen definitiv eine andere Eisenquelle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann doch bei unserem eigenen Gebäude. Denn mal anfangen in die Tiefe zu bauen. Komm, hier kommen wir gar nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Okay. Schade eigentlich. Jammer, jammer, schade. Habe ich meine Fackel vergessen? Oh mein Gott.
Nichts ist wichtiger in meinem Leben als Fackeln. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Da oben ist noch rauf. Okay. Och, komm jetzt. Komm zu Papi. So. Naja, aber dann wissen wir zumindest schon mal, in welchen Höhlen es nichts gibt. ist auch schon mal was Gutes zu wissen, oder? Denn wenn, wie gesagt, bei uns in unserem Keller da so einen schönen Schacht wieder bauen, wie wir auch bei dem Creative Server gemacht haben, so einen schönen großen Schacht. Also zumindest nicht groß, aber zumindest tief. Außerdem können wir den später ja immer noch. Aber erstmal geht es darum, dass wir überhaupt relativ weit weg nach unten kommen. Ja. Damit wir da mal ein bisschen wenigstens Eisen haben. Wenigstens Eisen. Das wird doch wohl drin sein, oder? Oh, hier ist ja auch Triebkacke. Arschgedings. Muss man die ganze Zeit durchs Wasser schwimmen hier? Ernsthaft? Are you kidding me? Haben wir Schiff dabei? Nein, natürlich nicht. Okay, ab durchs Wasser. Easy. Easy peasy. Ach ja. Lalalala. Und sind wir schon. Wir hier ist jetzt auch Treibsand. Ja, doch, jetzt Treibsand. So. Können wir eigentlich hier lang nach Hause gehen? Dann können wir direkt zu unserem Haus laufen. Dann finden wir vielleicht noch den Ort, wo wir unsere letzten 5 Fackeln vergessen haben. Wie konnte das denn bitte schon passieren, ey? Wie konnten wir gleich mit einmal 5 Fackeln vergessen? Das ist doch ein absolutes No-Go. Aber hier ist alles dunkel. Dann war scheinbar hier nicht die richtige Höhle. Dann war das scheinbar da hinten von der Höhle. Ah genau, da, die Höhle war. Ob wir hier Fackeln vergessen haben, aber das wüsste ich doch, wenn ich hier Fackeln vergessen hätte. Hier ist aber alles dunkel. Das ist ja suspekt. Ha. Oh. Digga, 1% Panzerung. Die können wir eigentlich direkt wegwerfen. Einmal schief angucken und ja, das war's. Weißt du was? Schade, nicht hoch genug. Ich brauche größere Sprungbereich. Boom, geht doch. Panzerung 100%? Was ist passiert? Ach so, so powered bei dem, also wir haben zwar keine Panzerung, aber die Panzerung, die wir haben, die haben wir zu 100%. Ja, nice. Your cactus leggings got destroyed. Your cactus chestplate get destroyed. Your cactus boots get destroyed. Your bugger helm get destroyed. Your bugger shield get destroyed. Oh mein Gott. So viele Sachen, die destroyed wurden. Und das mit einem jetzt mal runterfallen. Weißt du, alles hältst du aus. Wir haben gegen Dämonen gekämpft. Wir haben gegen den Abschaum dieser Welt gekämpft. Wir haben Feuer durchstanden. Und dann einmal 5 Meter runterfallen und die ist komplett kaputt. So. Ja, wir machen für die Folge hier Pause. Feierabend, meine ich doch. Hab ich gerade was weggeworfen?
Hä? Hallo? Habe ich gerade was weggeworfen? Nee, ne? Oh, keine Ahnung. Ja. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Für die heute wahrscheinlich erstmal letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Ja. Bis dann.